Ich würde unten rechts vielleicht allgemein. Und Garados ist in meinem Bild. Ist das okay so? Ja, oder? Und dann ist immer, wenn ich angel und ein Garados finde, geht beides hoch, weil es ist insgesamt geangelt und nur Garados gefunden. Also einmal geangelt und Garados gefunden wäre dann beides drücken. Und dann wäre es so. Und dann angel ich. Dann angel ich. Genau. Ich könnte das natürlich alles automatisieren, aber da das Level 1 Gyarados sowieso innerhalb von 10 Encountern kommt, brauche ich das jetzt, glaube ich, nicht machen. Okay. Dann ist jetzt nur noch die Frage, speichern wir und resetten wir? Und wie lange hält diese ganze S-Thematik? Du spielst tatsächlich Elfhuhn, ja krass. Dann ist es ja umso besser. Bei deinem Kanal gefunden, musst du die Origin-Reihe durchschauen. Dankeschön, Dankeschön. Dann weißt du ja, was wir jetzt machen. Du hast dir das echt angetan mit den Leveln auf beiden Spielen. Ja, yep. Im Urlaub und gestern Nacht. Und es ging relativ okay schnell. Also es ist schon anstrengend. Vor allem, wenn man bedenkt, dass nach Level 50 es eigentlich nichts mehr bringt. Aber Level 100 bringt halt, dass man 10 Minuten. Also, PokéWiki sagt 30 Minuten, Bulbapedia sagt 10 Minuten. Oder irgendeine andere Seite sagt 10 Minuten. Wir werden jetzt sehen, wie lange die Kräfte halten. Im Zweifel vertraue ich tatsächlich nicht PokéWiki. Elfhuhn ist sogar sehr stark im PvP und auch beliebt. Meine, es sieht cute aus und ist ein schönes Shiny. Hallo, wäre sie. Terminator, danke schön für ein Sub geschenkt. Dankeschön. Gehst du eigentlich auf die TwitchCon? Ich habe mich jetzt entschieden, nicht auf die TwitchCon zu gehen. Okay, also wir stehen hier im Naturschutzgebiet. Ich habe alle drei S-Kräfte. Das ist die Lichtungskraft, die uns jetzt natürlich nichts mehr bringt, die Beschwörungskraft und die Aufspürungskraft, glaube ich. Aufspürungskraft sorgt dafür, dass eher dunkle Flächen kommen. Und die Beschwörungskraft sorgt dafür, dass der seltene Pool mit dem häufigen Pool die Prozente tauscht. In dem Fall hier wird dann das Gyarados, das bis Level 1 bis 100 auftauchen kann, zu 20%. Das heißt, wenn ein schwarzes Loch erscheint, ist dazu 20% ein Level 1 bis 100 Gyarados drin. Also brauche ich zuerst die 20%, dass kein Barschuft und Karpador kommt. Und dann die 100, die 1%, dass ein Level 1 kommt. Ich fluche, wenn ein Level 100 kommt. Oder Level 2. Das heißt, 1 zu 5 mal 1 zu 100 ergibt für mich 1 zu 500. Also immer, wenn ich an einer dunklen Stelle angel, 1 zu 500, dass ein Level 1 Gyarados kommt. Das ist um einiges besser als 1 zu 10.000, was es ohne Lucky Power ist. Ja. Pressure bringt nichts. Irgendwelche Fähigkeiten bringen nichts. Saugnapf bringt nichts. Weil es halt eine dunkle Stelle ist und gar nicht normales Angeln ist. In dunklen Stellen wirkt sowieso keine Fähigkeit oder Schutz oder sonst irgendwas. Vielleicht müssen wir Schutz einsetzen, wenn irgendein dunkler Fleck sauweit weg vom Rand ist. Ja. Fuchtler, ja, aber Gyarados, das hast du bestimmt absichtlich gesagt, Gyarados auf Level 1 kann nur Fuchtler. Aber wir werden Gyarados eh mit dem Meisterball fangen. Ich habe das Karpador mit dem Meisterball gefangen, also muss ich das Gyarados auch so machen. Einfach ein Gyarados mit jedem Level fangen. Es gibt schon echt, also wenn du das googelst, wenn du auf YouTube das eingibst, auf YouTube gibt es nur, eigentlich nur Absol, der das gemacht hat. Ansonsten hat es niemand zu einem YouTube-Video gemacht. Und auf Reddit gibt es halt ein paar, die sagen, dass sie es haben. Mal sehen, wie viele Level 2 bis 9er und 91 bis 100 davon. So ist es hier tatsächlich nicht. Wir werden es nicht
wissen, welches ich gekriegt habe. Warte, ich zeig's euch nochmal jetzt. Ist ein bisschen gemein. Das ist nicht so leicht wie bei Platin, dass wir das sehen können. Denn... hier. Wir haben Level 1 bis 100 1%. Mit Lucky Power dann 20%. Und normales Garados Level 50 bis 70 19%. Das heißt, wenn wir ein Level 50 bis 70 finden, können wir uns sicher sein, dass wir ein normales gekriegt haben. Aber alles andere, also Level 1 bis 49 und Level 71 bis 100, sind schon die Rare Drops. Allerdings durch Lucky Power S wird hier alles zu 20%. Quasi diese 1% wird, also alles teilt sich quasi auf, dank Lucky Power teilt sich alles auf. Und somit wird die 1% zu 20%, aber halt die 40% auch zu 20%. Ich glaube, ich habe das ziemlich gut jetzt durchblickt. Da gab es so eine Website hier, die französisch ist, was wir natürlich ändern können. Und daran sieht man eben hier, wie das funktioniert. Und zwar, dass wenn man hier zum Beispiel angelt und man hat einen 1% Slot, dann wird der mit Lucky Power S zu einem 20% Slot. Ja. Das ist die einzige Seite, die das irgendwie analysiert hat. Und das bezieht sich auch auf Shininess. Das heißt, es kann gut sein, dass wir ein Shiny Carpador oder Garados oder Bashuft finden. Ich habe zwar keinen Schillerpin, aber wir sollten trotzdem einen Roll mehr bekommen. Das heißt, wir sind bei 1 zu 4000, dass ein Shiny kommt. Ah. What the fuck? Warte. Ich bin falsch. Hilfe. Ist alles okay? Ja, okay. Ich habe die 100% in Pokérock geholt. Ich weiß jetzt die In- und Outs von Carpador. Okay. Das war crazy. Ich merke schon, dieses Pokérock, immer mehr Leute. Wann ist denn es endlich tot? Immer mehr Leute verfallen diesem Pokérock. Mishu, dankeschön für dein Raid. Hallo. Meeting Mittwoch ist kein guter Mittwoch, außer Leo ist da. Ich bin da. Straw Hat Princess, hallo. Hallo, Faye. Mishu, dankeschön. Ich habe hier noch einige Spirits, die ich euch zeigen kann. Bin gar kein Fan von Pokérock, weil Roguelike. Ey, du bist genau wie ich. Dino, du bist so ein Tanzpflanze. Dave, du bist so eine Pflanze. Mariko, du bist ein Ice Cube. Sword of the Demon King, du bist ein Fluffeluff. Und Fast Guy, du bist ein Simvolara. Oder wir müssen angeln jetzt. Wir müssen angeln. 1 zu 500. Das kriegen wir hin. Drisella? Nein. Fruberl oder so. Rarot, du bist ein Graudon. Mishu, du bist ein Zwirfinst. Zwirlicht, Zwirfinst, Zwirklops, Zwirklops. Und J-Gamer, du bist ein Duster. Das macht süchtig, viel besser als LSD. Ist ziemlich ähnlich wie am Ende Reversal, das Shiny Barsha gefunden hat. Mit Sturmsong wurden, glaube ich, zu 50% die Odds aufgeteilt auf alle Monster, nur dass es hier immer 20% sind. Hm. Das kann sein. Stabilo, du bist ein Victini. Hallo Regirock, du bist nach langer Pause wieder da. Das stimmt nicht. Ich habe nur 2 Wochen nicht gestreamt. Aber gut, dass du die Schuld auf dich ziehst. Mishu, ich hoffe, dein Stream war wundervoll, auch wenn ihr gesagt habt, der Mittwoch ist scheiße. Vielleicht war es ein produktiver Scheißtag. Hast du das oben wahrgenommen auf deine Frage? Nö. Haha, nein, nicht das. Nee, gerade so dieser Medienkonsum und das Abschalten beim Schlafengehen,
da habe ich mich sehr drin gesehen, ist mein Verhalten, wenn ich mit den Kindern nichts mache. Ja. Das den Gehirnmüll rausscheißen, indem man sich langweilt, ist, glaube ich, echt wichtig. Und so gut wie keiner macht das mehr heutzutage, weil man... Naja, weil man nur an den Medien hängt. Dankeschön, Mischu. Ich war heute stuck auf der Arbeit und ich wurde gesaved. Okay, also, Lichtungskräfte sind hier. Und ihr seht hier, Beschwörungskraft S, Aufspielkraft S, Lichtungskraft S. Wir brauchen die oberen beiden. Ich habe jetzt zum Flex noch Lichtungskraft S hier reingetan. Das kam auf dem Weg. Das Level 100 wird nur für die beiden hier benötigt. Und damit ich keine Orbs verschwende, glaube ich, starte ich einfach jedes Mal den Save neu. Und dann sollte ich ja die Orbs nicht verschwenden. Okay, und jetzt ist die Frage, ob ich auf dem Fahrrad steige oder ob das mit dem dunklen Fleck ohne Fahrrad schnell genug geht. Ich würde sagen, es geht schnell genug. Stand da 10 Minuten. Und jetzt noch die Frage, ob wir jedes Mal es riskieren, keinen Schutz anzuwenden. Ich glaube, Schutz jedes Mal neu zu machen, dauert länger, als zu riskieren, dass dann wildes Pokémon kommt. Das ist Angel Nummer 1. Moment mal. Ah, ich muss angeln in dem Ding. Fuck. Okay, Angel zurück. Angel zurück. Ich bin eins zu weit gegangen. Okay, das war nix. Schlechtes Beispiel. Ich muss angeln, ich bin rein. Okay, dann laufen wir einfach weiter. Schade, dass mir nicht... Oder wird es mir angezeigt? Kann ich so machen? Ah, das ist so blöd. Es wird mir hier angezeigt. Aber ich kann währenddessen mich nicht bewegen. Ach, Leo. Ich bin zu weit gegangen. Ich bin einfach zu weit gegangen. Und da ist das nächste. Und schau, da brauchen wir keinen Schutz, weil es ist... Also die können eh maximal bloß einen Schritt entfernt sein. Dann mache ich so. Dann mache ich so. Dann darf ich nicht schlafen. Dann habe ich einmal geangelt. Und es ist ein Carpador. Schade. Level 58. Aber die Level 100... Die Level 1 bis 100 Carpador... Da gibt es nur durch normales Angeln. Das heißt, hier können wir gar kein Level 100 oder Level 1 Carpador finden. Ich könnte natürlich Schutz anmachen und immer im Wasser mich bewegen. Aber ich glaube eben immer dieses Schutz an- und ausmachen. Und dann muss ich Schutz kaufen irgendwann. Wobei, ich glaube, das dauert echt länger als... Ich weiß nicht, diese Surf-Animation dauert auch ein bisschen lang. Garados, Level 68. Okay. Wir können halt nicht wissen, ob das jetzt ein seltenes Garados ist oder ein normales Garados. Aber die sind halt alle jetzt durch Lucky Power gleich selten oder gleich 20%. Kein 69 Fake. Selten wäre 69. So, das ist jetzt gemein. Wo ist dieser Punkt? Da kann ich noch nicht mal surfen. Warte mal, wo ist der Punkt? Muss ich jetzt nach oben angeln? Ja. Ich werde bestimmt vergessen, den Knopf zu drücken. Carpador. Level 59. Okay. Das ist die ganze Strategie, oder? Kann ich noch irgendwas verbessern? Wie gesagt, Saugnapf bringt nichts, weil wir eh nach den dunklen Stellen suchen. Das ist gut, wenn ich nur auf dem kleinen Ding... Aber das geht so krass schnell, wie jetzt die dunklen Flächen kommen. Das Einzige, was halt S bringt, ist, dass es nicht nur 3 Minuten hält, sondern 10 Minuten. Das heißt, ich muss nicht alle 3 Minuten das Spiel neu starten, sondern nur alle 10. Beziehungsweise, ich kann einfach weitermachen und dann irgendwann neu starten. Level 52. Hallo Daniela, hallo Freya... Wie weit bist du bei Schwarz und Weiß, was dein Decks angeht? Ich bin seit einem Monat fertig. Hast du nicht mein Origin-Decks-Video gesehen? Ich glaube, ich gehe echt hier hoch und runter einfach.
glaube, Radeln bringt nichts. Schande, wer das noch nicht gesehen hat. Okay, ich darf halt echt nicht schlafen, wenn ich die Angel auswerfe. Zählt das jetzt als einmal geangelt? Nee. Mishu, vielen Dank für 43 Monate. Du schaust jedes Video von mir, aber das ist an dir vorbeigegangen. Es haben auch tatsächlich nicht viele Leute gesehen, das Video. Aber es war klar, dass es schlechter als Gen 4 läuft. Aber wenn du jedes Video guckst, ist komisch, dass es dir nicht vorgeschlagen wurde. Nee, Gen 5 ist fertig. Wir machen hier jetzt noch eine Special-Sache. Gen 4 war Level 100 Karpador. Und hier suchen wir jetzt das Level 1 Garados, der Prinz der Naturschutzzone. Dann Gen 6 Video. So, in 2 Monaten wieder, oder? Garados 52. Hat mir nicht gerade 52? Ach, Leo. Was denn? Du kannst nicht Ach, Leo für jemand anderen machen. Bist du direkt mal das Video schauen? Cool. Sagt mir, dauert nur eine Stunde das Video. Du suchst dein Lugia weiter. Hast du das immer noch nicht, Mariko? Na gut, ich habe auch zwei Wochen lang Giratina gesucht und nichts gefunden. Wobei, ich habe nur auf der Hinreise und auf der Zurückreise Giratina gesucht. Aber ich glaube, so 1000 Resets von Giratina habe ich schon gemacht. Gyarados Counter habe ich gemacht. Schuft selten. Ich werde sicher ein paar Mal Counter vergessen. Vielleicht muss ich, wenn es heute nicht kommt, dann werde ich definitiv einen Auto-Counter einrichten, damit ich nicht zählen muss. Kann ich ja, oder? Einfach Gyarados, den Schriftzug. Hä, es kommt die ganze Zeit ein 50er. Parschuft. War nur ein Test. Ich habe ja andere Sachen gemacht oder kam erst nicht zum Spielen. Alter, wie gut das aber läuft. Schau mal, wie schnell das geht. Bei 1200 habe ich aufgehört, weil ich keinen Gen 2 mehr sehen konnte. Wieder ein Gyarados. Auf Level 68. Wir kommen nicht aus dem 50 bis 70 Level Bereich raus. Jetzt werde ich erstmal eine Stunde lang Angst haben, ob ich alles richtig mache. Was könnte ich denn falsch machen noch? Ich glaube, ich kriege eine Nachricht, wenn die Beschwörungskraft aufhört, oder? Ah ne, ich glaube, ich... Oder? Kriege ich eine Nachricht? Wie war dein Urlaub? Ja, dein Urlaub. Schaut mein Patreon. Level 100! Was? Ich hasse dieses Spiel. Was soll der Kack? Ich will Level 1. Und das siebte Gyarados, was kommt, ist Level 100. Ich muss es ja jetzt fangen, oder? Aber nicht mehr Meisterball. Ich habe nur einen Meisterball. Das muss jetzt drin bleiben. Ich habe halt nichts zum Fangen. Was ist der Scheiß? Das ist doch voll Kacke, Mann. Ich will Level 1 und das siebte, was kommt, ist Level 100. Das macht meinen Flambirex fertig. Das wird mich jetzt vernichten. Nee, warte, reset ist ja eh. Ich muss nicht resetten. Ich habe genug Punkte, um ein paar Runden zu machen. Aber wie mache ich das denn jetzt? Ich meine, einen Flammenblitz überlebt er safe, oder? Safe überlebt er einen Flammenblitz. Ich bin schneller. Safe überlebt er einen Flammenblitz. Ist Gewissheit vielleicht sogar besser? Was sind die Odds für Level 1 Gyarados? Genau die gleichen wie Level 100. 1 zu 500.
Es sind genau die gleichen Odds. Ich mache einen Flammenblitz. Es muss überleben. Ja, ich will ihm aber schon viel Schaden machen. Flammenblitz kann ihn nicht umbringen. Das ist ein Wasser-Pokémon. Und wir sind beide Level 100. Wenn das jetzt dadurch stirbt, nicht ansatzweise, eben. Okay. Ich versuch's im Pokéball zu fangen. Habe ich irgendein Pokémon dabei, was... Ich habe nicht mal das Guck mal da dabei. Ich habe ja... Ah doch! Hypnose. Aber das stirbt jetzt. Okay, versuchen wir Hypnose. Level 100 nach 7 Stück. Also wenn ihr ein Level 100 Gyarados braucht, ganz einfach. Macht einfach, was ich gemacht habe. Gyarados aber echt schlecht gerade. Ah, okay. Machen wir Donnerwelle. Komm schon. Yes. Hat der keine Attacken? Okay, was haben wir denn? Pokéball, Hyperball, Meisterball, Netzball wäre halt auch sexy. Aber ich habe nur einen einzigen Netzball. Aber besser kann ich es mir nicht machen. Luxusball, Tauchball. Aber Netzball passt schon sehr gut zu dem Aussehen von Gyarados. Wir probieren den einen Netzball. Ich glaube, es ist dreifache Chance jetzt mit dem Netzball, oder? Weil Wasser? Komm schon! Yes! Nee, Standard doch. Netzball ist gegen Wasser-Pokémon gut. Genau, bei 14 finden wir es Level 1. Ah. Neuer Eintrag. Das war mein erstes Gyarados. Level 100 Gyarados nach 7 gesehenen Gyarados. Ich pack's nicht. Die Wirkung von Aufspielkraft lässt nach, Beschwörungskraft lässt nach. Okay, gut. Meine Fresse, was bist du denn? Männliches Gyarados, perfekt. Ach, du meinst, ich soll einen Standardball nehmen? Aber Netzball passt optisch so perfekt. Hier, ein zartes Gyarados auf Level 100 gefangen. Was ist die Fähigkeit? Bedroher natürlich. Was kannst du alles? Regentanz, Hydropumpe, Drachentanz, Hyperstrahl. Es hat die ganze Zeit nur Regentanz und Drachentanz gemacht. Es hat nur getanzt. Eben, wir haben einen 100er im Pokéball? Nee. Das Carbador war im Meisterball. Deswegen habe ich jetzt... Mein Meisterball ist für das Level 1 Gyarados. Okay, dann speichern wir jetzt wieder. Und jetzt, wenn nochmal ein Level 100 Gyarados kommt, wird's resettet. Ein Buchstabe von einem perfekten Wesen entfernt. Hart. Hart. Okay, dann machen wir wieder die Kräfte an. Wie viele Punkte hast du circa für die Kräfte? Also 50 Punkte werden eingesetzt und, upsa, mach weg. 50 Punkte werden eingesetzt und ich habe, glaube ich, 400 Grad. Also alles gut. Ich meine, wir machen so lange, bis ich keine Punkte mehr habe und dann wird einfach resettet, dann habe ich wieder alle. Nächstes Gyarados auf Level 56. Was war das? Ich pack das immer noch nicht. Ich habe gerade mit euch geredet und ich gucke hin und ich sehe Level 100. Es kann doch nicht sein. Und jetzt dauert es halt einfach 500 Stück bis... Okay. Jetzt dauert es einfach 500 Stück, bis ich das Level 1 erfinde. Die Reaktion war ein Clip wert. Hast du einen Clip gemacht? Dankeschön. Ich guck's mir gleich an.
Es ist, es geht doch nicht. Es kann doch nicht direkt das Level 100er kommen. 42. Aber es funktioniert, wenn Level 100 geht, dann... Und mein Flambirix hat keinen Bedroher, oder? Nee, wie heißt es? Pressure. Was ist Pressure auf Deutsch? Unterdrücker. Auf jeden Fall, das habe ich nicht. Erzwinger, genau. Druck. Erzwinger. Erzwinger würde dafür sorgen, dass nur die High-Level kommen. Aber anscheinend... wirkt Erzwinger sowieso nicht beim Angeln in Gen 5. Level 45. Es ist unter Level 50, also es ist ein seltenes Gyarados. So, wie ist denn dieser Clip hier? Show me the clip. Wie war dein Urlaub? Ja, dein Urlaub. Schaut mein Patreon. Level 100! Wie war dein Urlaub? Ja, dein Urlaub. Schaut mein Patreon. Level 100! Was? Ich hasse dieses Spiel. Was soll der Kack? Ich will Level 1. Und das siebte Gyarados, was kommt, ist Level 100. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Ich treffe die 1 zu 500 direkt am Anfang, nur in die falsche Richtung. Ich meine, das, was wir gerade gefunden haben, war auch 1 zu 500. Alles, was nicht... Also eigentlich ist alles 1 zu 500. Wenn ich mir jetzt Level 68 aussuche... Nee, das ist nicht 1 zu 500. Aber jedes Level von 1 bis 40 und 71 bis 100, ein Level davon ausgesucht, ist 1 zu 500. Schaut mein Patreon Level 100. Ja, ich treffe jedes Mal die 1 zu 500, wenn eins kommt, aber ich muss ja davor sagen, was ich treffen will. Nur dann zählt es ja. Und die 1 zu 100 wollte ich nicht. Habt ihr schon gesehen, was Twitch gemacht hat? Von wegen, wie heißt es? Diese Game-Dinger da. Quasi Kanalbelohnungen, nur mit Bits. Ich kann die nicht ausmachen. Ich kann sie nur teurer machen. Also macht es nicht. Macht es vielleicht, wenn wir das irgendwann selbst steuern können. Aber es bringt nichts, eine Nachricht hervorzuheben für Bits. Aber das wäre cool, wenn es das irgendwann... komplett customizable ist, weil dann kann man so Sachen, wie ich es gemacht habe mit dem 50 Stunden, 50 Shinies, kann man dann über das Twitch-System machen. Und der CC soll sogar von denen nichts bekommen. Was? Das habe ich gar nicht... Was? Das macht doch keinen Sinn. Nein, das kann nicht sein. Kann nicht sein. Du meinst, wenn du 20 Bits ausgibst, um eine Nachricht hervorzuheben, kriegt der Content Creator nicht 20 Bits? Kann nicht sein. Der muss die ganzen 20 kriegen, weil Twitch kriegt ja schon die Umrechnungsgebühr. Neunundachtzig. 40% Gyarados allgemein und 20% 1 bis 40 und über 70, right? Nee, alles ist 20%. Normales Gyarados 20%, Carpador 20%, Level 1 bis 100 Gyarados 20% und Baschuf 20% sind insgesamt 100%. Also dank meiner Lucky Power. Ohne Lucky Power wäre das Gyarados von 1 bis 100 nur 1%. Und dann wären wir bei 10.000. 1 zu 10.000 und nicht 1 zu 500. Zweimal Gyarados gibt ja 40%. Achso, aber das eine Gyarados kann kein Level 1 bis 100 haben. Hab ich jetzt gedrückt oder nicht? Also es ist Gyarados von Level 40 bis 70 oder Gyarados von Level 1 bis 100. Also
Ups. Also ich glaube, ich weiß, was du sagen willst, von wegen... Er geht ja nur um den Counter, dann müsste ja somit auch 40% vom Angeln sein. Nö, warum? Hätte ich nur das 100er gesucht, wäre jetzt vorbei. Aber das 100er ist doch langweilig. Garados muss Level 1 sein und Carpador Level 100. Nur das macht Sinn. Der Garados-Counter geht bei 40% hoch und die Angeln bei 100%. Ach so, ja. Jedes Mal, wenn ein Garados kommt, das stimmt, weil ich kann nicht wissen, welches Garados selten ist und welches nicht. Wir können nur wissen, dass wenn es 1 bis 40 und 71 bis 100 ist, dann wissen wir, oh, das war ein seltenes Garados. Aber wenn es Level 1 und wenn es Level 65 ist, kann es selten sein und normal. Deswegen bringt es nicht, die Zahlen zu differenzieren. Also ja, du hast recht. Aber ja, das macht eigentlich die Zahl da... Aber ich kann halt nicht nur die seltenen zählen, weil ich es nicht weiß. Aber streng genommen sollten wir am meisten Garados finden, weil wir zu 40% Garados kriegen, ja. Vielleicht sollten wir den Counter auch nur zählen, wenn wir im Bereich... Ich weiß nicht. Es lohnt sich halt nicht, es zu zählen für den seltenen Bereich, weil es wäre halt verfälscht, weil wir wissen nicht, was der seltene Bereich ist. Also wir sehen es nicht. Jedes Garados, ne? Aber das wird ungefähr, naja, 50%, 40% werden Garados sein. 59. Hallo Lucy. Hallo Adraluna. Und Adraluna, hast du schon Monster Hunter gespielt? Die Codes haben alle geklappt. Eine Person hat mir noch nicht geantwortet. Aber ansonsten haben alle anderen ihren Code erfolgreich einlösen können von Monster Hunter Stories gestern. Level 75. Das ist ein seltenes. Wie viel Zeit hast du noch? Weiß nicht, ist doch egal. Lohnt sich ja nicht zu checken. Das Checken dauert viel zu lang. Albanien in der letzten Minute der Nachspielzeit noch das 2-2 geschossen. Hoffe, bleibt ruhig danach. Kriegst von mir keinen Fußball-Enthusiasmus raus, falls du das probierst. Ich habe null Interesse an Fußball. Ich habe im Urlaub, weil alle anderen das gucken wollten, habe ich mitgeguckt. Tatsächlich saß ich nur daneben und habe nicht mal auf den Bildschirm geguckt. Also ich habe das erste Deutschlandspiel mitgekriegt und ich weiß, was passiert ist. Wirst du dir eigentlich Wilds holen? Was ist Wilds? Ich bin kacke. Monster Hunter Wilds? Nö. Wann soll ich das denn spielen? Wann kommt es überhaupt? Kommt es nicht erst nächstes Jahr? Aber ich werde mir safe Mario Party holen. Und safe Zelda. Und safe Donkey Kong Country. Metroid Prime weiß ich nicht so. Ich habe nicht mal den ersten fertig gespielt. Die sind schon cool, aber... Wir müssen einiges an der Steuerung machen, dass... es mir mehr Spaß macht, glaube ich. Oh, Luigi? Nee. Das wird, glaube ich, so ein Kinderspiel wie Princess Peach. Oder?
Mario Party wird funny. Bin echt gespannt, was da alles drin ist. Gab's da für ein Release? Es macht aber für mich alles keinen Sinn, dass sie dieses Spiel jetzt noch rausbringen, obwohl die Switch 2 vor der Tür steht. Das heißt, also, es ist eigentlich, gefühlt muss es ein Beweis dafür sein, dass sie abwärtskompatibel wird. Du kannst nicht solche Banger-Spiele rausbringen, die dann einfach nicht auf der neuen Konsole funktionieren. Das wird schon, das wird schon. Level 68. Es kommen aber ständig die in der Range. Du hast schon nervige Fans erleben müssen. Ja. Die Schotten entweihen unseren Marienplatz. Unverschämt. Hallo Taco Dragon. Switch 2 mit extra 3DS Cartridge Slot. Oh, Level 50, schöne Mitte. Das wäre geil, sie machen den 3DS Shop dicht und alles komplett dicht und dann machen sie einen 3DS Cartridge Slot in die Switch 2 rein. Nee. Vor allem, wo willst du den zweiten Bildschirm haben? Aber wir wissen ja noch nicht, vielleicht hat die Switch 2 einen zweiten Bildschirm. Bitte nicht. Aber ich schätze mal, nächste Nintendo Direct werden wir was zu der Switch 2 sehen. Switch 2 wird bestimmt klappbar sein und leichter 1,4 Kilo wiegen. Zwei 4K-Bildschirme mit 30 Zoll. Du hast nach 3 Tagen endlich das Shiny Genesect aus deiner japanischen Weißen gefunden. GG! Ich habe auch ewig gebraucht. Level 56. Es kommt dauernd nur aus dem Bereich. Die Switch 2 hat bestimmt eine externe Grafikkarte. Das werde ich ja nie verstehen, warum der Dock von der Switch keine bessere Performance macht. Ich dachte früher, als die Switch rauskommt, ah ja, der Dock hat dann irgendwas drin, was die Switch 2 besser performen lässt. Ist ja nicht so. Also ich finde schon, dass sie sowas machen könnten. Ich glaube, keiner beschwert sich über schlechtere Performance, wenn man Handheld spielt. Leicht schlechtere. Wieder Level 50! Auch klar, weil sie mehr Strom bekommt, läuft sie besser. Ja, aber das ist das Einzige. Es ist nicht... Du hast keine bessere CPU, keine bessere Graka, gar nichts. Es ist einfach nur dadurch, dass sie eine sichere Stromzufuhr bekommt, läuft sie quasi besser. Was du aber auch wieder... Manche haben ja berichtet, dass Gen 9 im Handheld-Modus besser läuft. I doubt it. Ich glaube, das war alles nur so... Placebo. Genau, man sieht halt, das war alles so nur so... Im Handheld-Modus läuft das Spiel halt schlechter. Und deswegen sieht man nicht, dass es schlechter ist. Da ich nun einen GB-Operator habe, habe ich heute angefangen, die 3 fehlenden Deoxys-Formen zu holen. Also Spiel neu angefangen, habe die ganze Zeit gezögert, weil ich meinen Spielstand nicht verlieren wollte. Geiles Gerät. Gelle. Es läuft wirklich besser. Ich glaube, es läuft auch besser, weil...
du halt gezwungen bist auf 27p, glaube ich, im Handheld-Modus, oder? Aber komischerweise bringt es dann nichts, den TV-Modus auf 720p zu stellen. Irgendwie war es nicht ganz schlüssig. Ich glaube schon, dass die neue Switch direkt OLED haben wird. Wie machst du das eigentlich mit Origin Decks? Erst die Story abschließen und dann alle fangen oder erst die exklusiven Pokémon bekommen? Hast du meine Videos nie angeguckt? Da sage ich das jedes Mal. Ich spiele immer gechillt die Story durch, um das Spiel nochmal zu erleben. Und dann danach kümmere ich mich erst darum, alle Pokémon zu fangen. Also ich fange mir ein Team und mit dem Team spiele ich dann durch. Wann ist die nächste Direct? Gestern war sie. Glaubst du, wir wissen, wann die nächste ist, nachdem sie gestern war? Ich frage kurz meinen Onkel, der bei Nintendo arbeitet. Als wären es schon weniger Gyarados. Gibt dann auch mehr Fossilien zum Beispiel. Ja, gut, das ist dann das Negative. Ich sage ja nicht, dass du nationalen Decks holen sollst. Die gestrige Direct wurde vorgestern angekündigt, genau. Aber apropos GB Operator. Ich habe eine Antwort gekriegt, ziemlich schnell. Leider haben sie kein Affiliate-Programm, aber sie haben meinen Kontakt. Und wenn es sowas wie ein Affiliate-Programm gibt, werden sie mir Bescheid sagen. Allgemein sind sie sehr erfreut, dass ich damals dieses Video gemacht habe, das sie gar nicht gefunden hatten. Und sie freuen sich sehr darüber, dass jemand aus der deutschen Community ein Video darüber gemacht hat und den Leuten erklärt, wie der GB Operator funktioniert. Deswegen werden sie auch das alte GB Operator Video auf ihrer Website oder auf Twitter oder sowas teilen. Und sie schicken mir gerne ein zweites Exemplar zu, damit ich ein Video über das Shiny Hunten machen kann, was sie dann auch teilen werden auf Social Media und ihrer Website. Für die deutsche Shiny Hunting Community. Ist das nicht cool? Ich meine, ich hab mir ein bisschen gehofft, dass sie vielleicht sagen, na klar, wir schicken dir noch drei, damit du die vier Deoxys suchen kannst. Aber ich habe auch nicht nach drei gefragt, natürlich. Es wäre ein bisschen asso, oder? Ich hätte gern drei GB Operators. Aber ja, ich kriege einen GB Operator zugeschickt. Und dann werde ich ein Video darüber machen, wie gut das funktioniert mit dem gleichzeitig Shiny Hunten. Man müsste Fame wie Leo sein. 70 Euro. Aber ja, bevor ich auf die 70 Euro geklickt habe, dachte ich mir, jetzt schreibe ich doch lieber meine E-Mail. Das hätte ich davor schon machen sollen, Mann. Das hätte ich letztes Mal machen sollen. Jetzt kommen die ganze Zeit die gleichen Gyarados. Hallo Majora, hallo Henriette. Leo, du bist doch Streamer, weißt du denn nicht, dass Streamer alles wissen? Tue ich auch, aber ich gatekeepe alles. Ihr dürft die Sachen nicht früher Bescheid wissen als die normale Plebs. Fragen kostet nichts. Doch, meine Angst kostet es, meine Würde. Henriette, du bist ein Shaman. Voll krass. Ja, 40% kommt eigentlich ganz gut hin, ne? Ich meine, jetzt sind wir gerade bei 50% Gyarados. Brauchst du noch ein Shiny Meltan? Eigentlich nicht, ich habe genug Shiny Meltern, aber da ich sie ja jetzt korrigieren möchte mit Pokéball, beziehungsweise nee, die heißen bei mir Leos Mind, weil ich da mein Pokémon Home noch mit dem falschen Namen hatte. Deswegen, ich werde mir nochmal zwei holen, damit die OT richtig ist. Wie kriegt man eigentlich Shiny Melmetallen? Also Giga meine ich. War Giga Melmetall nicht auch irgendeine Pokémon-Home-Belohnung, die ich mir nochmal holen könnte? Giga gibt's nicht. Ah ne, Giga, warte. Ich meine das normale Giga-Melmetall. Das normale Giga-Melmetall.
Wie hat man das nochmal gekriegt? Ich glaube, es war nicht ein Event. Also ich glaube, es war, wenn du einen Meltan überträgst von Let's Go auf Home, kriegst du ein Giga in Schwert und Schild. Weil das hat auch noch die falsche OT bei mir. Jetzt kriegt man geschenkt über die Home-App, ja. Von Go auf Home, ja. Dann könnte ich mir es immer noch holen, wenn ich einen neuen Home-Account mache. Aber ist jetzt die Story der dritten Generation schnell durchgespielt, um bis Deox zu kommen, um es mit Ninja Zoom zu bearbeiten. Danach würde ich es nochmal alle anderen holen. Ja, mach doch. Ist doch gut. Beschwörungskraft hat aufgehört. Das heißt, das hier sollte jetzt 1% bloß sein. Außer es zählt der Moment, wo der schwarze Punkt erscheint. Beim Giga sieht man aber, glaube ich, keinen Unterschied wegen Shiny. Es gibt kein Shiny Giga. Und klar, gäbe es da einen Unterschied, weil Shiny Melmetal anders aussieht als Meltan, als nicht Shiny. Aber es gibt halt keins. Man muss es in Go entwickeln. Ja. Das war einmal mein erster Fehler. Ich habe zwei Meltans übertragen. Shiny. Hab mich schon gefreut. Und dann musste ich feststellen, dass man es nicht entwickeln kann. Also musste ich nochmal ein Shiny Meltan finden. Ein Jahr später. Gigasuppe geht nicht bei Meltan. Giga Melmetal ist komplett event-based. Das ist so ärgerlich, weil Shiny Giga Melmetal werden wir wahrscheinlich nie kriegen. Wahrscheinlich. Denen ist es echt egal, da irgendeine Kontinuität reinzukriegen, ne? Ich glaube inzwischen auch nicht, dass wir jemals Shiny Victini bekommen werden. Es ist einfach, der Moment ist vorbei. Aber... Wie war das jetzt eigentlich in Pokémon Home? Wenn man ein Giga Bisaflor hat, also wenn man ein Shiny Bisaflor hat, hat man dann automatisch auch die Giga Shiny Form? Nee, ne? Das heißt, bei Melmetal ist auch im Dex nix Giga Shiny. Level 40. Auf Shiny Victini hoffe ich beim Einal Remake. Das stimmt, da wäre die nächste Gelegenheit. Haben wir auch das Finonto aus der Demo von Oras mit der OT Orlando geholt? Das muss ich eigentlich auch machen. Toasty! Du bist ein Dragoran. Kann man denn dem Shiny Melmetal keine Dünersuppe geben? Nochmal, nein, kannst du nicht. Shiny Miraidon und Koraidon Raids wird es nicht geben. Die werden einfach verteilt. Aber komisch, dass es noch nicht passiert ist. Vielleicht werden sie nie verteilt. Vielleicht wird es einfach nie Shiny Legis geben.
Zum nächsten Poké-Day. Taco Dragon, geilstes Mon, Katapultra. Fuck, es ist voll schwer, nicht einen Schritt zu gehen. Candy Mountain, Nebulak. Nicht aufpassen. Ich habe von damals ein Cheat Shiny Meloetta. Ich kann es einfach nicht löschen, weil es so schön ist. Ruf die Polizei. Seltenes Karados, komm. Oh. Ich könnte eigentlich, weil in Weiß habe ich ja auch Level 100. Automatisch, weil ich habe ja beide spielen müssen, um jeweils Level 100 zu kriegen. Das heißt, ich könnte das eigentlich gleichzeitig machen mit einem, mit der... Ah, ich könnte das gleichzeitig mit Weiß 2 noch machen. Wobei, da bin ich nicht in den Naturschutz. Das habe ich nicht mal durchgespielt. Und ich weiß nicht, ob man das so leicht hinkriegen würde. Beide gleichzeitig spielen. Shiny Marshadow hattest du auch. Ich habe gestern mal geguckt, wo ich die ganzen Pokémon-Filme anschauen kann. Und bis auf die zwei, also Mewtwo kehrt zurück und Dschungel-Dingsbums, Zerrut, gibt's nirgends wo die Pokémon-Filme zum Streamen und man muss sie sich ausleihen für 4 Euro. Das heißt, wie viel waren es? 28. 28 minus 2, 26. 26 Filme mal 4 Euro ist 124? Nee. 80. 104. Genau. 104 Euro von der Steuer absetzen, um Pokémon anzuschauen. Geht schon. Das Video wird halt ewig lang. Ich glaube, ich habe letztens welche auf Togo gesehen. Togo kann ich halt hier nicht anschauen. Ich könnte gucken, ob ich ein VPN zum Laufen kriege und dann Deutschland einstelle. Und dann kann ich vielleicht die gucken. Pokémon TV gibt's nicht mehr. Da waren so 4, 5 drauf immer. Ich pack's nicht, dass dieses Level 100 schon kam. Und jetzt
Jetzt kommen so seltene Garados. Mache ich irgendwas falsch? Es kam über Wundertausch, als ich es weitertauschen wollte, kam aber, es ist nicht tauschbar. Wie hat die Person das also in den Zaubertausch bekommen? Ja, eigentlich kannst du mystische Pokémon nicht in den Zaubertausch tun. Wie hat die Person das in den Zaubertausch bekommen? Ja, weil diese Person ein Bot ist. Und bei der war das wahrscheinlich kein mystisches Pokémon, sondern weil sie ein gecheatetes Mon. Und dann bei dir wird es registriert als Marshadow. Du hast auf einem alten Schwarzspielstand ein Shiny Victini und Hooper gefunden. Ich rufe gleich echt die Polizei. Was ist hier los? Hallo Pyro. Bin schon dran, telefonier gerade. Sehr gut. Nicht die Polizei, ich lösche sie schon. Hallo Fabian. Level 42. Ein seltenes. Togger hat 5 Filme. 17 bis 21. Es waren immer auf Pokémon TV und sonst irgendwo waren immer nur so 5, die sich dann ständig überall abwechseln. Alles fit? Ja. Wir suchen ein Level 1 Garados. Wir hatten schon Level 100. Das 7. Garados war Level 100. Ich pack's nicht. Das wird, wenn du es sagst. So, wie viele Punkte haben wir noch? 13. Okay, wir müssen neu starten. Wir hatten auch schon 89. Ja. Ich sollte noch einen Counter einführen für Top 10. Für Top 10 Garadosse. Was ist es auch, dass es mir einfach ein Level 100er gibt, direkt zu Beginn? Wo ich noch gesagt habe, ich raste aus, wenn ich ein Level der 100er finde, bevor ich Level 1 finde. Als nächstes kommt noch ein Shiny. So, ich habe das Garados, ne? Ich habe das jetzt nicht... Ja, da ist es. Okay. Bei Nummer 70 kommt das Level 1. So früh. Die Chance ist 1 zu 500. Also ich glaube, ich habe das richtig ausgerechnet mit 1 zu 500, aber es... Ich beruhe mich da nur auf Testergebnisse von anderen. Weil Kontakt, Transferkräfte und sowas sind sehr wenig... nachgeforscht worden damals. Ich meine, das war der Beginn des Schillerpins und alles. Das war der Beginn, wobei es gab schon früher Shiny Methoden. Level 18! Oh! Ich würde ja sagen, wir nähern uns an, aber so funktioniert das Ganze nicht. Schon 5 Stunden nach 1% Pokémon gesucht. Zufall ist schon was Tolles. Dafür immerhin in jeder Gen ein Zufallsshiny bekommen. Ja, ich habe in Gen 4 keins gekriegt, Mann. Ich habe auch immer eins gekriegt, bis auf in Gen
4. Aber in Gen 5 habe ich auch keins gekriegt. Okay, vielleicht habe ich doch nicht immer eins gekriegt. Sondern nur in 2 und 3. Die mag ich, die Amaranth. Könnte es... Oh, das will ich mal testen. Was ist, wenn ich weiter innen laufe, sodass man nur die erste Reihe sieht? Dann müsste ich doch nie surfen. Also... So? Geht es? Okay, ich schätze mal, dass es hier noch nicht geht. Hier. Das kann ja nur dort erscheinen, wo ich bin. Das ist auch nicht nah genug. Jetzt habe ich weniger Slots. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Du meinst, es dauert länger, bis was kommt. Das kann sein. Aber die 20% oder die 1 zu 500 sind es ja trotzdem. Aber es kann länger dauern, bis ein Kreis erscheint. Hallo, Flonne. Ich probiere es mal ganz kurz, wie lange das jetzt immer dauert. Wo stand ich? Ich glaube, ich stehe... Nee, eins... Hier muss doch reichen. Ich glaube... Wie heißt sie nochmal? Panaero und sie heißt... Und dann kommen die, die so unerkannte sind, sodass ich doch surfen muss. Nee, lassen wir das. Flonne, vielen, vielen Dank für deinen Prime von 2 Monaten. Dankeschön. Ich glaube aber, wenn ich oben an der Kante laufe, da ist nur eine gerade Linie, dann habe ich nicht die Perspektive. Vielleicht geht das besser. Aber hier oben, hier ist auch nicht gerade. Ich meine so. Nee, dann kommt auch. Ich will halt nicht surfen. Surfen ist langsam. Carpador ist noch langsamer. Jetzt kommt nur hier eins. Frage ist, was ist schneller? Mehr Slots haben oder nicht surfen zu müssen. Nice, Level 54. Ich glaube, das ist das einzige Wasser. Mehr Wasser gibt es nicht hier. Das ist, wenn ich nur hier mache. Ah, okay. Was ist, wenn die jetzt hinter den Bäumen kommen? Ich glaube, da, wo ich gerade war, können sie gar nicht da kommen. Sondern nur auf der Linie. Ich war jetzt zu weit oben. Und dann können sie hinter den Bäumen kommen, ja. Ich habe nicht 16 gespielt, nee. Es gibt Leute, denen gefällt 16 und es gibt Leute, die sagen, 16 ist nichts. Ich werde irgendwann bestimmt 16 spielen. Schau, da kommt nämlich nur das auf der Höhe und somit ist nur hier in der Ecke Platz für eins. Zwölf! Zwölf! Oh boy!
Willst du jetzt 16 probieren? Bevor du 16 probierst, spiel doch 10. Aber du hast Angst vor dem alten Style, ne? Dann mach 15 und 16. Die sind aber alle nicht wie 16. Wie 7, ne? 7, das neue 7er war echt extra ulkig. 15 und 16 sind nicht ulkig. Da wirst du keine lustigen Minigames finden. Niedrigstes Garados war 12. Und jetzt haben wir 61. Hallo, Runny. Wegen salziges Popcorn und ein paar M&M's da reinschütten, hab's ausprobiert und bereue, die anderen Male süßes Pokémon gesnackt zu haben. Danke! Ist salziges Popcorn nicht so viel geiler? Lea, gehst du ins Elden Ring DLC rein? Genau, ich spiele nur das DLC, ohne jemals Elden Ring gespielt zu haben. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Was soll ich mit diesem DLC anfangen? Nachos besser als Popcorn? Nein, Nachos viel zu laut. Nachos viel zu dreckige Hände. Nachos viel zu krass. Runny, danke schön für 50 Monate. Ich finde es gerade ganz geil hier. Hier hin und her laufen, dann kannst du nur... Okay. Nehme ich. Ich habe nie Elden Ring gespielt. Ich habe nur die Dark Souls und Demon Souls gespielt, sonst kein einziges. Du isst auch 100% Schokolade. Ich auch. Vollmilch ist voll eklig. Wenn dann die dunkelste, schwarzeste Schokolade, die es gibt. Ja, vielleicht doch so. 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 Schoki ist dann bitter. Ja, besser als dieses eklige Vollmilch-Zucker-Gemisch. Du hast sie extra freigenommen fürs Elden Ring DLC. Viel Spaß. Oha. Vielleicht habe ich es jetzt gefunden. Ein Ort. Level 61. Schoki muss süß sein, so wie ich. Sicher, dass Elden Ring um 0 Uhr droppt? Verdammt, Zinkmühle. Hast du das überprüft? Ja? Okay. Jagt mich nicht. Ich bin noch voll mit Schokri. 1! What? Ich dachte gerade, ich sehe eine 10 oder eine 11. 1. Habe ich gedrückt? 38. 73. 38. Easy. Geschenktes Video. Aber kurz hinsetzen und nach einer Stunde und 16 Minuten kommt Level 1 Garados. Level 100. Bei 7, 38, Level 1, männlich. Mwah. Da war der Guest mit 70 ja nah dran. Yeah. Oh mein Gott. Okay, und ihr wisst, welchen Ball ich dafür nehmen muss. Ich weiß, er ist hässlich. Aber unser Carpador Level 100 hat den Meisterball bekommen. Okay, seid ehrlich, was macht mehr Sinn? Meisterball, weil Level 100 Carpador war im Meisterball. Jetzt Garados Level 1 auch im Meisterball. Meister der Meere. Oder ein Pokéball, weil es Level 1 ist. Also die einzige Alternative wäre Pokéball. Tauchball wäre natürlich schön. Aber Pokéball sagt dieses Baby.
Meister. Poke, Meister. Das M macht's auch viel besser. Pokéball ist quasi Level 1. Ich bin auch hin und her, weil Pokéball sagt Level 1. Aber die Besonderheit ist der Meisterball. Wobei ich auf dem Spielstand den Meisterball vielleicht noch bräuchte für Shiny Kyurem. Aber dann kann ich den übertragen aus dem anderen Spielstand. Ah, ich würde fliehen. Hör auf. Meister als Level 1 ist halt krass. Ich hasse den Ball auch, aber es ist halt so besonders. Wir machen Meisterball. Dass der dreimal wackelt. Ja! Gott, war das einfach. Und ich hatte so Angst davor. Ich meine, es könnte auch noch so viel länger dauern. Aber laut meinen Berechnungen und den Websites war die Wahrscheinlichkeit 1 zu 500. Bei jedem dunklen Fleck. Hat es sich jetzt gelohnt, Lucky Power S zu machen? Stundenlang Lucky Power S zu grinden? Level 50 hätte gereicht. So selten, wie ich das eingesetzt habe jetzt. Ah. Jetzt Shiny Level 1 Garados. Das wäre 500 Lucky Power mit. Wenn ich den Schillerpin noch hätte, wäre es, glaube ich, 2000 mal 500. Also, was ist 2000 mal 500? Wie viele Nullen sind das? 1 Million. Das wäre 1 zu 1 Million mit Lucky Power S und Schillerpin ein Shiny Gyarados zu finden. Nochmal speichern. Ich fliege es. Puh, das war ja einfach. Achso. Ist es nicht 4000 mal 500? Ich weiß nicht, wie viele Rolls du kriegst, aber ich dachte, Schillerpin ist ein Roll, also 1 zu 4000. Weil ein Roll mehr, oder? Und dann kriegst du noch ein Roll mehr wegen voller Lucky Power. Also 3 zu 8000. Achso, nee, dann sind's 3 zu 8000. Was ist 3 zu 8000? Lucky Power erhöht die Shiny-Rate, ja. Ist ja das Krasse. Deswegen gibt's dazu ja Documentations, weil die Leute unbedingt rausfinden wollten, ob es stimmt. Und es stimmt auf jeden Fall. Lucky Power erhöht die Shiny-Chance. Meinst du 2680? Ich meine, ich kann nochmal hier kurz auf die Website gucken. Ich meine, ich mach das nicht. Aber hier. Deutsch. Wo steht es? Die sagen hier nichts von der Wahrscheinlichkeit, das Shiny zu finden. Oder? Shiny Lock. Die Chance, einem chromatischen Pokémon zu begegnen. Also hier, 1 zu 4000. Wenn das erzeugte Pokémon nicht chromatisch ist und erhöhen so die Rate auf 1 zu 4000. Die gleiche Wahrscheinlichkeit wie bei Spielen von X und Y mit dem Chroma-Zauber. Wahrscheinlich Lucky Power erhöht sich diese Rate auf 4 zu 8192, also etwa 1 zu 2084. So zwei Rolls kriegt man sogar mehr. 1 zu 2000 mit Schillerpin und Lucky Power. Also das mal 500 wegen Garados Level 1 und dann bist du bei 1 zu 1 Million. Und angeblich gibt es auf Reddit jemanden, der das hat. Mit Screenshot. Ein Level 1 Shiny Garados oder Level 100 Shiny Garados, keine Ahnung, aber schwer sowas zu glauben. Aber es kann natürlich sein. Das Einzige, was an dem Post nicht so glaubwürdig war, dass auf dem Weg kein anderes Shiny kam.
Das ist schon krass. Du machst eine 1 zu 1 Million Shiny-Hand und findest kein anderes Shiny auf dem ganzen Weg. Weiß ich nicht. Aber klar, kann sein. Okay, aber wir müssen das jetzt direkt übertragen. Funk Lucky Power bei Static Encounter wahrscheinlich nicht, oder? Ich tu dir mal die Website in den Chat reinschreiben. Vielleicht steht es da irgendwo. Aber warte ganz kurz. Eigentlich steht da. Es geht halt um Begegnen, Surfen und Angeln. Anscheinend hier, sie erhöhen auch die Chance. Diese Wahrscheinlichkeitserhöhung wirkt sich auf alle Pokémon aus, mit Ausnahme von Eiern und Shiny-Lock-Pokémon. Das heißt, es funktioniert auch bei legendären Pokémon. Hier steht, es funktioniert auch bei legendären Pokémon, nur nicht bei Eiern. Weil Eier sind eh schon 1 zu 512. Stimmt! Aber ich will ja, aber meine Challenge ist ja, dass ich Kyurem und sowas. Gut, das muss ich dann nicht anmachen. Kyurem und sowas will ich ja alles Full Odds finden. Das heißt, ich darf das einfach nicht anmachen. Und Schillerpin habe ich eh nicht. Aber ja, doch, du kannst damit auch Legis fangen. Theoretisch hat man 500 Shinies vor dem Level 1. Theoretisch. Ja. Wieso sagt die, hoffentlich kommst du bald wieder? Will die deine Pokémon verletzt sehen? Ja. Schwester Joy ist bekannt dafür, Masochistin zu sein. Nee, Sadistin. Wie geht dieses Spiel nochmal? So nicht? Wir haben uns das andere noch gar nicht angeschaut. Level 1 männlich, Level 100. Bam, 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 bam. Es ist frech und es kann nur Fuchtler. Es ist frech, das passt sehr gut zu einem kleinen Racker. Ah, oh, wie geil. Das ging so schnell. Wie war das? Es muss in Box 1 sein. Warte. Habe ich noch irgendwas, was ich übertragen will? Genau über eine Stunde. Ich dachte echt, dass das heute nicht kommt und dass ich dann Auto-Counter einrichte. Aber beide! Beide! Ich habe zweimal 1 zu 500 getroffen. Also ich habe mehrmals 1 zu 500 getroffen. Aber gewollt zweimal. Okay, Box 1. Ist die leer? N. Warte mal, nein, die habe ich umbenannt. Welches ist jetzt Box 1? Die sollte auch Box 1 heißen, oder? Ich habe keine Box 1. Was? 2N 8 7 6 5 4 3 2 N. Hä? Aber was war das so? Ich muss doch Pokémon Mover benutzen. Das muss in Box 1 liegen. Habe ich N's Box umbenannt in Box 1? Anscheinend. Kann nicht sein. Hä? Anscheinend. Okay. So, dann da. Sollte ja gehen, wenn die nicht eins heißt. Oh Leute, es gibt's doch nicht, dass ich das jetzt schon kriege, ey. Wow, wow, wow. Gibt es kein weiteres Shiny Deoxys? Ja.
Das Lack zählt aber nicht zum Shiny Lack rein. Das war ein anderes Lack. Wie dieser gibt und wie dieser nimmt. Moment, Vertu. Wann hast du gesubbt? Vertu, dankeschön für 13 Monate Prime. Es tut mir leid, wir waren immer noch im Garados-Prinzen-Hype. Und klappt alles? Wissen ja nicht, ob die Bankserver abgeschalten werden. Vielleicht laufen sie ja für immer. Wir können uns noch nicht beschweren. Funktioniert ja alles. Dass Pokémon 20 hier noch jemand juckt. Die Vergangenheit sagt das. Der Grind davor war einfach stundenlänger als die Jagd selbst. Ja, ich will da nicht dran denken. Allein auf Level 30 zu kommen für die Lichtungskraft hat länger gedauert als die Garados. Nee, viel. Ich habe allein bestimmt 6 Stunden lang gebraucht, um auf Level 30 zu kommen. Für die Lichtungskraft. Und dann, ich weiß nicht wie lang. Ich locker im Urlaub jeden Tag eine Stunde, 10 Stunden. Ja, 15, gestern Nummer 3, 4. Stimmt nochmal 15, 20 Stunden. Ja, ich denke zu viel wahrscheinlich. 15 Stunden, um auf Level 100 zu kommen. Oder mehr. Und dann ist es in einer Stunde gekommen. Aber es ist halt gekommen in der Stunde wegen dieser Vorarbeit. Ne, es ist ja nicht so, als es ist ja nur deswegen so früh gekommen. Ich meine, es hätte auch mit 1 zu 10.000 so früh kommen können. Aber dann hätten wir gar nicht mal. Dann hätten wir gar nicht mal so viele Garados wahrscheinlich gesehen, sondern die ganze Zeit nur Carpador. E-Bugs, ne, das gibt's aber wirklich nicht, wie geil das jetzt ging, ey. Schauen Sie es jetzt nochmal an. Fehler ist aufgetreten. Warum? Ist doch geil. Endlich kann man was schnell. Kann ich direkt ein Video drüber machen. Anstatt jetzt wieder 2 Wochen zu warten. Jetzt muss nur noch 2 Deoxys kommen. Dann läuft's wieder.
Ich dachte echt für einen Bruchteil einer Sekunde, ich sehe da eine 10 oder eine 11. Dann war es einfach nur eine 1. Es sieht schon krass aus, wie da einfach so eine 1 steht. Auf in Gen 6. Ja. Vielleicht. Bald. Ich meine, ich habe hier einen Gen 6. Schnell die Garados sneaken. Das geht nicht. Come on auf deiner Switch. Das geht nicht. Die waren da schon klug. Imagine jetzt meint Homebank, es wäre ein gecheatetes. Also ich würde da auch so ein bisschen kurz so Angst davor haben, aber eigentlich kann es ja nicht sein, weil es ist ein komplett normal Gefangenes. Und ich weiß, dass Absol auch in seinem Video kurz Angst hatte, es überprüft hat und es ging. Deswegen hatte ich jetzt null Bedenken. Aber ja, man kann es kurz hinterfragen, aber dann hätten sie was richtig verkackt hier, Ilka. Dann hätten die richtig schlecht programmiert, weil es einfach komplett logisch ist. Ich habe ja nichts gemacht. Tada. Hier hätte man sein, oder? Zu Shiny Maxax, dem weiblichen Zoroark aus der Story und Garados Level 1 im Meisterball und Level 100 im Netzball. Na, ah, irgendwie jetzt hier mit den Farben wäre Tauchball doch schöner gewesen. Herkunft ein Null, schläft gern, hat einen robusten Körper. Was bestimmt eigentlich diesen Satz da? Schläft gern, hat einen robusten Körper, ist beharrlich, ist sehr aufsässig. Ist es einfach nur der Satz zum Wesen? Nee, oder? Wo ist das RNG von diesen Sätzen? Ein freches Level 1 Garados. Ich mach kurz einen Screenshot. Und im Moment, oh, ein Screenshot für die Fans. Okay, das sieht creepy aus. Das auch, egal. Okay, vielleicht nicht in die Kamera gucken. Sau viel Spiegel auf der Brille. Level 1 Garados im Meisterball, nur Fuchtler, Einalregion am 19.06.24. Stimmt alles, ne? Ja, ist wunderschön. Wunderschön! Mach ich das auch noch? Ah. Sollte nur Satz zum Wesen sein. Das heißt, ein zartes Pokémon bei einem zarten Pokémon steht, hat einen robusten Körper. Frech, schläft gern. Nee, oder? Das ist doch immer anders. Aufsässig, habe ich gerade so. Pfiffig. Pfiffig, ist ja neugierig. Pfiffig, besitzt Temperament. Nee, das ist nochmal so ein anderer RNG-Faktor einfach. Aber ich, keine Ahnung. Das hat mich nie interessiert. Ein Pool an Sätzen pro Wesen, ja. Ends-Pokémon, Traumradar-Pokémon und hier ist Carlos. Schauen wir mal kurz, was mir bei Carlos bevorsteht. Ach, die alle zu ersetzen wird wieder so schön. Also Quaffaff wird natürlich ein Problem,
Ich glaube, ich werde einfach 6 Quaffer fangen und die dann im nächsten Pokémon-Spiel umformen. Das mit Pokémon Go gar nicht erst anfangen, weil was soll ich denn da anfangen? Ansonsten wird alles normal gefangen. Vivillons, da muss ich halt modden, da habe ich ein bisschen Angst davor. Aber das wird bestimmt machbar sein. Wo sind die Vivillons? Ach hier, direkt am Anfang. Es sind so wenige. 30, 60, 72. Einfach nur 72, wovon ich 3 schon habe. 72, also 69. Das habe ich quasi auch schon. Ich werde es mir nochmal holen fürs Video. Dann mit den Formen sind es nochmal 30, 34 plus 72. 106, oder? 106 Formen gibt es in Gen 6. Wovon ich 4 schon habe. Harry? Harry. 106, wovon ich 4 schon habe. Also 102 Pokémon muss ich finden in Gen 6. Und keine davon sind schwierig. Die Pumpgins sind wahrscheinlich, die Irrbisse sind wahrscheinlich die nervigsten, wegen diesem 1%-Ding hier. Die sind im Hyperball. Sonst bräuchte ich sie nicht mehr. Der höchste DV-Wert bestimmt den Satz schläft gern, bedeutet, dass KP der höchste DV-Wert ist. Ah. Yannick, danke schön für die Aufklärung. Ja, und dann die ganzen Formen wird das Hauptding sein. Und dann Gen 7, genau das gleiche. Habe ich die schon richtig eingeordnet eigentlich? Nee, ne? Wo habe ich die hin? Oh, jetzt habe ich Angst, dass die irgendwo sind. Wo sind die? Oh mein Gott, wo ist mein Lycanroc? Ich glaube, es ist noch im Spiel. Ja, das ist noch im Spiel. Okay. Und da ist... Wo ist... Shiny... Nee, wie war Gigamelmetall? Haben wir doch vorhin drüber geredet. Hier. Gigamelmetall. Aus Home. Ach, da steht Home. Dann brauche ich es nicht nochmal. Ich dachte, da steht Leo's Mind. Aber es ist von Home verschickt. Weil hier... Zu meiner Schande... wo ist es? Wo ist Magiana? Hier. Hier ist es Magiana und da steht Leo's Mind. Aber nicht nur steht da Leo's Mind, da steht Buja. Weil ich mich so gefreut habe, weil es das war das Zeichen dafür, dass du ein Living Dex hast in Home. Und dann habe ich so gesagt, okay, nice, Buja, ich hab's. Bereue ich gar nicht, bereue ich gar nicht. Ja, also das werde ich nochmal mit einem neuen Home-Spielstand mir holen müssen. Sollte aber kein Problem, glaube ich, sein. Vielleicht wird es ein nerviges Hin- und Herschieben die ganze Zeit, aber mehr auch nicht, glaube ich. Und dann hole ich es mir einfach nochmal, nenne es nicht Buja und mein Home heißt inzwischen Leo und nicht Leos Mind. Ja, und da sind die ganzen Gigas da hinten. Da sind die ganzen Gigas. Melmetal Giga habe ich. Okay, das muss ich nicht neu machen. Aber alle anderen Gigas muss ich neu machen. Und das ist ein nerviger Grind. Aber gab's nicht? Ist es das? Weil es wurden doch am Anfang vom Spiel eine hier, Mauzi. Ja, das ist ein Giga-Mauzi, aber von Lea. Krass, das kriegt die OT. Aber wurde nicht, ach nee, Evoli war es, oder? Ja, hier, nee. Wurde nur ein Mauzi verteilt? Es wurde doch Mauzi und Pikachu verteilt als Giga. Naja, die habe ich anscheinend auch nicht mehr. Legends Arceus easy. Gen 9 ist fertig. Und fertig. Ja, Mann. Garados, ey. Ich pack's nicht, wie schnell das ging. Wie ging das so schnell? Skill. Eine Skill von mir. Evoli, ja. Evoli und Mauzi? Ich dachte, Pikachu und Mauzi wurden verteilt. Dann habe ich die irgendwann gelöscht, ich Idiot.
Pikachu und Evoli gab es auch, glaube ich, in-game. Ah, und es kann sein, dass dann Mauzi verschickt wurde. Oder es war so ein Early-Besteller-Bonus oder so. Die kann ich mir ja dann holen. Okay. Aber dann war's das für heute schon. Dann werde ich jetzt direkt anfangen, dieses Garados-Video zu machen. Ich habe vor, das Video diesmal draußen aufzunehmen. Weil das macht ja Sinn. Naturschutzzone. Vielleicht fahre ich in den Naturpark hier und nehme das Video dort auf. Macht Sinn. Wir wollten am Wochenende eh aufs Land rausfahren. Denn es gibt hier so eine Farm, wo man Schweine spazieren führen kann. Oder eine andere Farm hat Waschbären. Aber das war doch hyper erfolgreich heute. Ich pack das immer noch nicht. Kann ja gar nicht sein. Kann ich all die Counter wieder löschen, die ich heute mühevoll eingerichtet habe? Okay. Was kommt als nächstes? Ich glaube, als nächstes wir könnten Gen 6 anfangen oder ich will mindestens ein Deoxys im Stream finden, weil ich habe bisher kein Deoxys im Stream gefunden. Im Gegenteil, ich habe eins nicht gefunden im Nicht-Stream und eins gefunden nicht im Stream. Und das RNG war im Stream. Und es kann ja nicht mehr so lange dauern. Ich meine, 24.600. Es kann nicht mehr so lange dauern. Und ich habe jetzt übrigens gestern nochmal alle Spielstände überprüft und allen Spielständen eine unterschiedliche ID und SID gegeben. Nur um sicher zu gehen. Aber das kann nicht der Grund gewesen sein. Das war einfach nur krasses Glück oder Pech, was wir da letztes Mal hatten. Dass 4 Deoxys gleich waren oder 3. Ich weiß noch nicht. Ich mache jetzt erstmal das Garados-Video. Und ich würde sagen, wir machen noch einmal einen Deoxys-Stream, hoffen, dass es kommt. Und dann Gen 6. Wir könnten auch jetzt einfach Deoxys weitermachen. Was mit Giratina und Kyurem? Ja. Wir können nicht. Wir müssen erstmal Gen 3 fertig kriegen. Und Gen 3 ist genau genommen nach Deoxys nicht mal fertig. Weil immer noch Entei, Suicune und Raikou fehlen. Dann kommt Giratina. Dann kommt Kyurem. Und dann sind wir schon längst mit Origin Dex fertig. Habe ich Lust, Deoxys zu machen? Nein. Leute, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Das war ein schneller, knackiger Stream, weil dieses Garados so einfach kam. Nutzt das Glück von heute aus. Ich glaube, es wäre das Gegenteil. Ich glaube, ich hatte heute schon genug Glück. Immer noch erfolgreich. Ja, mega! Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Wir sehen uns bald wieder. Wahrscheinlich mit Gen 6. Und wir spielen chillig Gen 6 durch. Ich probiere es wieder nur mit dem Starter. Wahrscheinlich
Quajutsu. Oder? Ja. Bussi, bussi, bussi. Bye, bye.